herzlich willkommen zum Freitagnachmittag zu Kaffee oder Tee. Schön, dass Sie Zeit haben, bei uns ein bisschen reinzuschauen. Letzte Sendung für 2018. Und wir haben wie immer freitags super schöne kreative Ideen fürs Wohlgefühl und beginnen mit einem ganz tollen Wochenendstrauß, den uns Floristmeisterin Jasmin Zentner macht. Sie kommt aus Weisenhain am Berg und hat von dort aus jede Menge Tulpen mitgebracht. Papageientulpen stehen im Mittelpunkt. Was ist denn an denen papageienmäßig? Genau, also die Papageientulpe heißt Parrot. Parrot in Englisch, Papagei. Mhm. Und ich habe gedacht, wie kommen die Züchter auf so einen Namen? Und habe dann also wirklich auch nachgelesen, ganz spannend, wenn diese Tulpe erblüht ist, sieht die aus wie ein Vogel, der fliegt. Und dieses Gefieder dieses Vogels sieht, wie gesagt, oder hat wohl die Ähnlichkeit von Papageiengefieder. Genau. So werden also wir es jetzt einfach merken. Zu diesem Namen der Papageientulpe. So, das ist wie alles, was du machst, immer sehr außergewöhnlich, sehr modern. Du hast jetzt hier jede Menge ruppiges Gestrüpp sehr und ganz zarte Blüten dazu. Ist das Ding? Das ist genau das, Heike, toll. Also es geht darum, diese porzellanartige Blüte von der Tulpe zu diesem rauen Material, was ich zum Teil in der Natur heute Morgen noch geschnitten habe, und zum Teil aus Italien diesen wilden Thymian und die Heidelbeer aus unseren Wäldern geschnitten habe. Und diese beiden in Kombination soll dann in der Art so ein Strauß später dann geben. Das ist auch in dem Fall wieder so ein Strauß, der steht, also dieser fertige, den wir jetzt groß sehen, der ist also in einer Schale mit Wasser und steht von sich alleine einfach so. Genau, also das ist die Herausforderung. Ich sage jetzt mal für einen Laien, der würde wahrscheinlich wahnsinnig werden, wenn er jetzt gleich von vornherein sich so eine Aufgabe zumutet, weil man braucht einfach Übung da drin. Und deswegen dachte ich, ein kleiner Ableger, den kann jeder selber machen und freut sich auch noch. Und genau. Kostet unterm Strich wie viel? Was muss ich investieren? Kann man selber entscheiden, wenn man sagt, ich möchte nur 3 Tulpen, jetzt als Symbol für den Frühling, weil wir ja immer noch in der Winterzeit sind, die Tulpen kosten zwischen 1 Euro, 1,50 Euro. Es ist eben noch sehr kalt und die werden in den Gewächshäusern gezogen und dergleichen. Genau, und somit kannst du es natürlich steigern bis zu einem großen Strauß. Was kostet der große? So um die 50, 55 musst du schon rechnen. Okay. Und wie gesagt, den hat man jetzt auch nicht innerhalb von einer Viertelstunde gebunden. Es ist wirklich vom Handwerklichen, von der Technik her schon ein sehr gewisser Arbeitslohn muss man da auch einfach berücksichtigen. Genau. So, das ist das Teil zum Selbermachen, quasi der Ableger, etwas kleiner. Wird das jetzt so rund gebunden? Also die Spirale, die man jetzt bei dem großen Strauß schön sieht, entsteht eigentlich durch das ständige Drehen in der Hand eines Straußes. Mhm. Und dadurch, wie gesagt, bekommt er eben diese Spiralform und diesen Ausdruck, so wie man es eben haben möchte. Also was viele nicht wissen, ich wusste es ehrlich gesagt auch nicht, es gab Zeiten, da waren Tulpen ein richtiges Luxusgut, ne? Das stimmt, die Zwiebel. Also nicht die Blüte an sich, sondern die Zwiebel war dieses Wertvolle. Und das stimmt. Wie eine Währung schon fast. In Gönningen, das ist ein Stadtteil von Reutlingen, da zeigten früher die Samenhändler schon mit Tulpenzwiebeln ihren Reichtum. Und heute kann man sich dort das hier anschauen. Eine Tulpe ist ja schon mal schön, aber viele Tulpen sind noch viel, viel schöner. Das sind ganze Tulpenfelder, das ist wirklich ein Anziehungspunkt. Dort Gönningen, vielleicht mal vormerken fürs Frühjahr. Jetzt einfach für Sie diese Bilder, um so ein bisschen Lust zu machen auf den Frühling. Es dauert noch ein paar Wochen, bis er kommt, aber das war doch schon mal fürs Gefühl schon mal ganz gut, oder? Ja, also deswegen habe ich mich noch für Weiß entschieden, weil das mit der Buntheit noch ein bisschen dauert. Mhm. Und ich habe jetzt den Strauß, also es ist wirklich nur ein kleiner Ableger und der muss auch nicht perfekt nach allen Seiten rund sein. Und der Strauß wird bei mir zum Beispiel in der Hand zusammengebunden, vor den Körper gehalten und dass er eben nicht mehr auseinanderfällt. Und und dann stellen wir hier ihn in so eine Silbervase oder einen Silberpokal, weil ich dachte, kurz vor Silvester könnte dieses Silbrige noch ganz schön aussehen. Und du hast ja noch, apropos Silber, was Besonderes. Genau. Darf ich schon mal zeigen? Wie bringe ich denn jetzt dieses Silvester noch ins Spiel? Silberglanz. Und das ist eine Idee, die kann man auch ganz schön zu Hause nachmachen. Also das kommt noch da rein, aber du zeigst zuerst mal, wie wir aus einem normalen Efeublatt so ein edles Silberblatt machen. Ja. Also man setzt ein Efeublatt, die brauchen auch nicht unbedingt Wasser. Die
halten da sehr gut. Mhm. Es wird auf Draht gesetzt, fixiert. Somit habe ich eine Verlängerung des natürlichen Stieles. Mhm. So, und jetzt wird es spannend. Es gibt diesen Sprühkleber. Der wird hauchdünn auf dieses Blatt benebelt. Sprühkleber? Ja. Mhm. Es pappt richtig, mhm, wie man sieht. So, und dann gibt es dieses Schlagmetall. Das gibt es in Gold, in Silber, in Kupfer. Also das ist ganz leicht. Und das legt man auf dieses Blatt drauf, mhm, und drückt das erstmal ein bisschen fest, mhm, und streicht das Ganze dann so aus. Und dadurch kriegt, ja, sieht man eben diese einzelnen Adern auch noch mal hindurch. Wo kriege ich Sprühkleber und Silbermetall? Bastelbedarf, mhm, zum Teil auch bei Floristen, die das, mhm, zum Verkauf anbieten. Da müsstest du jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen nachlegen, ne? Ja. Ja, aber ja, kann also, man auch. Kannst du auch mal probieren, das drauflegen, dass du spürst, wie fein das Ganze ist. Sowieso leicht wie eine Feder. Genau. Mal aufpassen, dass man es nachher nicht an den Fingern kleben hat. Okay. Genau. Und das Ganze wird dann eben später dann. Also das ist ein extra Gimmick, ne? Ja. Kleiner, aber macht schon was her, finde ich. Gerade weil es so zurückhaltend ist, ja, in diesem grün-weiß. Wobei die Tulpen gehen ja noch auf. Ne? Ja. Genau, es ist noch relativ grün, aber die Tulpen brauchen auch nicht viel Wasser. Und somit kann man diesen Strauß dann eben auch in eine schöne flache Schale eben aufstellen und wenn man mag, noch mit Schmuckband die Bindestelle noch ein bisschen verschönern. Und, ja. Jasmin, steht dein Programm für Silvester? Ja. Was machst du denn? Ruhe. Also absolute Stille. Ich habe, wie gesagt, auch eine Hündin und die Tiere mögen das natürlich nicht, wenn es so ballert. Und deswegen ist Stille angesagt, Rückzug und das Jahr so ein bisschen Revue passieren lassen. Okay.